Was versteht man unter ERP? Fragezeichen. Nun, das ist eine Abkürzung. Enterprise Resource. Schreiben wir im Englischen mit einem S, im Deutschen mit zwei S. Enterprise Resource Planning. Also wörtlich übersetzt die Ressourcenplanung des Unternehmens. Enterprise ist das Unternehmen, also Ressourcenplanung des Unternehmens. Und das heißt wiederum, das ist ein umfassendes System. Ja, SAP ist zum Beispiel sowas. Ja, ein umfassendes System, das alle Geschäftsprozesse von Anfang bis Ende, also vom Einkauf über Produktion, also Einkauf, Zwischenlagerung, Produktion, Zwischenlagerung, bis zum Verkauf. Ja, diese ganzen Prozesse, ein umfassendes System, das alle Geschäftsprozesse von Anfang bis Ende steuert. Das ist ERP. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video, der führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert, vielen Dank.